So. Wir haben, also Team 1, Team 2 stimmt natürlich nicht, aber wir haben auf jeden Fall in der Gruppe 4 Banks, der bzw. Trainer als Heiler zusammen mit Holy Hodge und Smitty DK auf dem DK. Und wir haben auf der rechten Seite Gruppe 5 Lycera Totem zusammen mit Evo Kolben und Flownex DH. Ja, viel Glück. Best of three, erste Runde, let's go. Digga, ich ohne Scheiße, ich brauche Mods, die Kanalumfragen machen, ne? Mann, ne? Ich kann auch nicht immer alles alleine machen. Das funktioniert so nicht. Smitty! Da sind die Fans schon im Chat, Junge. Bis wir sie facen müssen. Du verrückter alter Mann. So, und es geht los, Alter. Flownex geht gleich rein, Alter. Oh, Digga. Vincent Shield ist ab. Ach du Scheiße. Ich hab richtig Schiss zu spielen, ne? Junge, Evo Kolben, Alter. Das Team von Lycera, das droppt gefährlich low an dieser Stelle. Walter, der ist ab und hier. Bubble von Holy Hodge. Junge, Trainer ist aber auch sehr geizig, was den Cocoon angeht. Sitzt hier aber auch voll im Sleepwalk. Smitty DK ist hier Target. Und er wird sofort wieder auf dem Red gegangen. Ne? Die Bubble ist einmal geforst. Cocoon ist raus. Sehr gut gemacht von Trainer. Die Frage ist, oh, Trainer spielt Fistreaver. Ist aber auch eigentlich gar nicht so verkehrt in der Konstellation. Ne? Gerade so. Oder spielt er Fistweaver? Ich weiß es nicht, weil jetzt ist er wieder auf Range. Vielleicht spielt er auch Mix. Kann man Mix spielen? Evo Kolben, low hier, hat den letzten Death-CD für sich gezogen. Lycera hat da nicht mehr viel übrig. Könnte noch, vielleicht nochmal in die Ascendants gehen. Ist das überhaupt Ascendants? Ich glaube ja, ne? I don't know. Ich habe keine Ahnung. Junge, aber Red DK auch sehr strong, aber der Red kriegt auch richtig aufs Maul, ne? Trainer, das burnt richtig viel Mana. Mana technisch auch gut im Nachteil. Was ist das? Lycera geht einfach down, da wird einfach mal geswappt. Junge, heilige Scheiße, Alter. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Erster Win für Gruppe 4. Und es ist Best of Three, das heißt, wir gehen gleich nochmal rein. Und keine Sorge, auch wenn jetzt irgendwie ein Team verlieren sollte, es ist Double Elimination. Bedeutet, es wird noch ein Lower Bracket geben. Und wir gehen rein in Runde 2. So, nächste Runde. Neue Runde, neues Glück. Matchpoint hier für Team Trainer. Smitty Gang X. Turn up. Junge, Junge, ist das wild. Ach, Digga, ich bereue das gerade so ein bisschen, so ein halbes Thuckleaf jetzt ausgewählt zu haben für mein Team, aber naja. Also wenn ich die Gegner sehe, das könnte schwierig werden, das könnte schwierig werden. Ich weiß auch nicht. Ja, viel nicht, ne? Walk könnte gewesen spielen. Was mit Evo Kolben da hinten? Achso, jetzt ist er da, okay. Eieiei. Wall Totem ist auch raus. Healing Tide. Wir haben hier Holy Hodge. Der kriegt immer richtig auf die Mütze. Und jetzt haben die. Die haben jetzt natürlich im ersten Go Lycera halt weggeballert und ist natürlich jetzt auch Target of Choice, aber der kann sich hier ganz gut halten. Oh, Trainer!
Das andere Team macht das genauso. Trainer kriegt hier genauso auf die Mütze, hat hier sich einen Kick gefressen und Flownex ist natürlich richtig am Attackieren, ne? Der will das, der riecht es. Der riecht es förmlich, ne? Kein Cocoon, nix. Holy Hodge und Smitty DK könnten beide peelen. Die sind eigentlich ganz Gucci am Start. Das ist das nächste Wall-Totem von Lycera. Link ist auch noch ab. Wir haben hier auch noch einen Tremor, aber ich glaube, da können wir hier nicht viel Value draus ziehen. Trainer hier! Ach du Scheiße, der kriegt hier aber richtig einen auf die Mütze, ne? Also Flownex hat den auf jeden Fall gefressen. Der lässt nämlich den ersten Loose, den das Team hinter sich hat, nicht auf sich sitzen. Und dafür kommt der Swap auf Lycera! Und Lycera geht hier down. Bedeutet Gruppe 4 mit 2 Wins, Best of 3. Gewinnt die erste Runde und Gruppe 5 ist demnach quasi im Lower Bracket. Nee, die haben. Wie sollen die das aufholen? So, wie mache ich das? Wie startet dieses Turnier? Starte. Kann das jetzt bitte starten? Kann ich das hier eintragen? Ich habe dieses Tool noch nie benutzt. Okay, Gruppe 4. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Verlierer von 1. Ich kann nichts reinschreiben, ich muss das ziehen. Muss ich das hier oben raufziehen? Nee, das ist ja Gruppe. Achso, ich kann das swappen, ne? Wie sage ich denn, dass er gewonnen hat? Oh Junge, dieses Tool ist halt auch richtig ass, ne? Starte das Turnier. Okay. Ah. Ah, okay. So, das heißt, 5 ist jetzt hier unten. Perfekt. Okay, so funktioniert das. So, wir haben in der nächsten Runde, Runde Nummer 2, spielt Gruppe 2 gegen Gruppe 3. Das bedeutet, das Team mit Kiara, Insane und Mindbender bitte ready machen. Und die Gruppe mit Manchester, Achilles und Ray bitte ready machen. Ja. Ja. Klar. Natürlich dürft ihr das. Umloggen. So, Mindbender. Wo ist er hier? Da, aktualisieren. Und Ray. So, Teams, are you fucking ready? Oh, und es geht los. Nice. Ist das geil. Ich glaube, ich werde gleich am Anfang rausfliegen. So, wir sehen hier auf der linken Seite Mindbender auf Holy Priest, Insane auf Devastation, glaube ich. Und Kiara als Arms Worry. Und zusammen ist das Gruppe 3. Und wir sehen auf der rechten Seite Gruppe 4 mit Ray, Achilles, Evoker und Manchester, DH, als Doppel-Evoker. Quasi. Und dann, ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Nice. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Let's see. Who's the best? Hm?
Können wir machen. So, hier wird gleich auf Insane geballert und der droppt gefährlich low an dieser Stelle auch. Und kann hier aber gut getopft werden. Mindbender gleich im Guardian. Achilles kriegt dafür jetzt die Retourkutsche. Hat noch seinen Nullifying Shroud ab. Das heißt, keine Stunts momentan. Ist jetzt aber auch ausgelaufen. Beide Defensive auf Achilles auch raus. Insane hat auch beide Defensive schon geused. Aber wir haben halt hier bei Mindbender und bei Ray noch dicke CDs ab. Also es ist noch alles offen. Achilles. Oh, der kriegt auch richtig einen auf die Mütze, ne? Beide Evoker sind hier echt im Bedrängnis und Chiara versucht natürlich das Beste hier rauszuholen, ne? Der Blade stormt hier hinterher, was das Zeug hält. Und, Insane grippt hier quasi Mindbender mit rein. Ich weiß nicht, ob das so geplant war oder ob das vielleicht in eine andere Richtung gehen sollte. Cocoon raus hier auf Achilles. Insane, 50% live. Oh, bei Double Stun hier auf Heiler und DPS. Und Insane könnte jetzt down gehen. Also, wir haben noch einen Livestrop und wir haben noch, da kommt auch ein Livestrop auch. Chiara auch low, der hat aber noch Dive by the Sword. Ach du Scheiße. Und Mindbender schafft das aber jetzt hier, sein Team noch gut zu toppen, ne? Sieht mana-technisch auch noch sehr, sehr gut aus. Ray verliert so langsam ein bisschen Mana. Hat aber auch Revival und Cocoon schon raus. Spielt auch mit langem Cocoon. 2 Minuten Cooldown sehe ich da gerade. Mm. I don't know. Insane. Death-CD gezogen. Und Mindbender hat Probleme hier zu toppen. Manchester swappt hier auf Mindbender. Eieiei, Achilles, low, insane, low. Also die beiden Evoker, die haben hier richtig zu strugglen, ne? So, Manchester, gleich mit der Meta reingejumpt. So, Stun! Und insane! Und insane geht down. Ach du Scheiße, Junge, das war knapp. Da ist Mindbender noch in Guardian gegangen. Und es wird noch weiter gekämpft. Wie gesagt, okay, Mindbender hat schon aufgegeben. Also wie gesagt, nur weil einer stirbt, heißt das noch nicht, dass es vorbei ist. Aber ist es okay, wenn man aufgibt. So, Manchester. Das heißt, Gruppe 3, ein Win schon mal ready. Gruppe verlassen. Tschüss, ich raide nochmal rüber. So, wir gehen rein in Runde 2 vom zweiten Match. Gruppe 3 gegen Gruppe 4. Gruppe 2 gegen Gruppe 3. Sorry, so. Oh gut. So, beide drin. Okay, Rematch. Jetzt bin ich mal gespannt. Wieso spielen wir denn nicht Red Survival oder Red BM? Ja. Ich auch nicht. So, das ist schon wieder. Beide Evoker kriegen halt gleich wieder Revolver! Insane! Junge, das wäre es fast gewesen, ne? Also da wäre gleich übrigens Matchpoint für das rechte Team von Ray jetzt. Also Mindbenders Team muss hier einen Win holen.
Ansonsten gehen die auch ins Lower Bracket. Ach du Scheiße. Und in 10 down. Junge, das war aber mal eine schnelle Runde. 40 Sekunden. Ach du Scheiße. Eieiei, also das hat Team 2 sehr, sehr gut gemacht. Junge, das war ein schnelles Match. Habe ich nicht mit gerechnet, tatsächlich. GG's. So, ich muss jetzt selber erstmal gucken, wie was gespielt wird. Also, Halunke, du hast übrigens die Möglichkeit, du kannst hier bei mir aufs Discord joinen, dann grippe ich dich im Channel, falls du mit Voice spielen willst. So, wir haben hier Gruppe 2 gegen Gruppe 3. Hat Gruppe 3 gewonnen, bedeutet Ergebnis melden. Gruppe 3 hat gewonnen, Ergebnis einreichen, bam. Das heißt, Gruppe 2 spielt im Lower Bracket gegen Gruppe 5. Und jetzt spielt Gruppe 1 gegen Gruppe 4. Ich muss aber ehrlich gesagt noch mal kurz Pipi machen. Was machen wir? Red War oder was? So, ich gehe kurz pissen und dann geht's los. Jo, warte. Scheiße! Ich bin aufgeregt! Eieiei. Will Blood Decay spielen? Spaß. Ja, Tanks mal ausgeschlossen, ne? Oh, Junge, Junge, Junge. Ich muss erstmal Add-ons wieder aktivieren. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, lass mal Red War starten. Ich glaube, das ist ganz gut. Lass mal Red War starten. Weiß ich nicht. Kann auch Thug spielen. Aber jetzt muss das entschieden werden. Wir können auch nochmal wechseln nach dem ersten Lose. Ja, ich würde halt dann halt auf Sub gehen, ne? Hm? Ja? Und du spielst? Ha. Huh. Ja, sonst geh Dings. Gerett und Dings geht Gerett und Dings geht BM. So machen wir das. Ja, gut, ich muss mich kurz bequatschen, ne, weil ich habe keine Vorbereitungstage gehabt hier, Leute. Oh, Digga, ey.
20 Sekunden ausloggen. Ja, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Es geht jetzt los. So. So. Wargame. Gegen wen spielen wir jetzt hier? Was sagt das Bracket? Gegen Gruppe 4, ne? Da muss man das nochmal angucken. 1 gegen 4, jo. Okay. Wer ist bei euch Lead? Wahrscheinlich Trainer, ne? Kann das sein? So. Scheiße. Jo, Kolben, danke fürs Folgen. Mach das. Oh, Junge, Scheiße. Ah, ich kacke mir in die Hose, ne? Ja, genau. Orts Bravo, auch danke fürs Folgen. Oh, Junge, ich kacke mir jetzt schon in die Hose. Das wird wild, das wird richtig wild. Frosty K auch noch. Mal gucken. Alles gut, all gut. Oh. Jo, sehr gut. Es reicht halt nicht, ne? Oh, Digga, nee, das wird nix. Das war's. Oh, sehr gut. Huh. Ich kann stunnen für dich. Ist dann für Trap?
Nein! Bitte, Digga, rette mich. Nee. Ah! Scheiße. Hätte vielleicht nicht rausgehen sollen. Wollen wir denn in der Consti bleiben? Also die ist ja an sich nicht schlecht, ne? Ich muss halt nur surviven und das ist halt schwierig. Auf Resto. Ja. Okay. Oh, Junge. Digga, ich zitter auch voll, ne? Ich weiß gar nicht warum. Ich bin richtig nervös. Das war nicht schlecht. Ich hätte vielleicht nicht reingehen sollen für Bash. Ist halt DK, ist halt so ekelhaft, ne? So. Okay, eine Runde Win für Gruppe 4. Sehr gut. Oh, Digga, jetzt ist hier schon wieder alles verstellt. So. Wargame. Und wir gehen rein in Runde 2. Digga, warum zitter ich denn so? Ich bin richtig nervös. I don't fucking know. Ich mach mal lieber Schaden hier. Ja, die hätte es mal lieber auf den Heiler schmeißen sollen. Okay, Ja, wollen wir Red starten? Oder willst du... Weil ich kann DK halt nicht stunnen, ne? Das ist halt das Ding. Ja. So, okay, let's go. Scheiße, Dispel, kannst du mich dispellen? Ich blind. Trinket. Ich stun gleich für Trap, okay? Ready? Ich kann nicht. Du musst selber stun. Stun selber, bitte. Ich hab verkackt halt. Oh nein, ich hab Dance gezogen, ich bin so schlecht. Okay, Kukuna ist raus. Kick nochmal. Okay. Gleich. Der hat noch die A. Oh, scheiße. Okay, DK. Okay. Oh shit, Digga. Nicht rausgehen. Oh fuck, Digga, nochmal. Nee. Da kam der Swap. Wir haben jetzt zu viel zwischendurch gemacht, ne? Ja, das stimmt. Okay! Nee, halb so wild hier. Da kann ich mich wenigstens auf Kommentieren konzentrieren. So, Gruppe 4, Winner. Nee, ich mach Gruppe 1 trotzdem.
So, als nächstes spielen Lower Bracket Gruppe 2 gegen Gruppe 5. Also, ready machen Gruppe 5, Flonex, Evo und Lycera und Gruppe 2, Kiara, Insane und Mindbender, bitte. So, ich muss hier erstmal raus. Ich hätte vielleicht auch mal ein Go auf dem Heiler machen können, ne? Also, ich habe heute richtig bad gespielt auch. So. Eben. So, was hatte ich gesagt? Wer spielt? Gruppe 2 gegen Gruppe 5, ne? Gruppe 5 ist Lycera Lead. Und Gruppe 2 Mindbender. Let's go! Erste Runde Lower Bracket. Das macht auch trotzdem Bock, Alter. Scheiß drauf. Also wer mit mir sowieso jetzt cute. So, wir haben. Oh, sind nicht alle ready? Bei Lycera. Oh, der ist jetzt auf Monk. Da fehlt aber einer. Kommt er noch rein? Oder ist er auf K? Ah, okay, Flonex ist noch drin. Perfekt. Nee, nee. So. Oh. Ist halt auch DH, DK und Evo DH, ne? Ist halt auch wieder. Also DKDH ist halt auch schon wieder geisteskrank, ne? So. Junge, gehen wir mal richtig deep rein. So, Flonex, Alter, der ist richtig am Destroyen hier gefühlt. So, oh, der Evoker gleich hier in Cocoon gekriegt von Lycera. Der. Hat er auch Evo gespielt. Mhm. Insane Intermagic Zone hier. Mindbender schön in seiner Geistheiler-Statur. Und da kommt erstmal ein 4. Kick auf Evo. Sleepwalk geht durch. Mindbender hier im Sleepwalk. Wird aber hier rausgehauen. Das ist halt auch immer ätzend, ne? Wenn du so eine Cleave-Comp spielst und der Highlight mittendrin CC't wird, ne? Das ist. Also gerade wegen DH, meine ich. Und das wird halt nur geballert. Es wird nur geballert. Und ich sehe hier Lycera. Okay, der portet den 4 von Mindbender. Nicht schlecht. Das war eigentlich gut gespielt. Und Lycera leicht im Mana-Nachteil, hat aber in 4 Sekunden Cocoon wieder ready. Ja, Flonex, ne? Das ist auch. Der rennt hinterher, der drischt da rein. Insane! Kann der jetzt hier sterben? Ne, weiß man nicht. Oh, der spielt Evo Kolben, spielt aber auch Augmentation, ne? Haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Sehe ich jetzt erst gerade, wo ich gesehen habe, dass die Scales neu applied hat. Nice, auch eine geile Sache. Entlastet Lycera ein bisschen. Sollte zumindest, aber
auch schwierig. Cocoon hier auf Evo Kolben rauf. Mindbender. So, jetzt langsam burnt aber auch das Mana vom Priest, ne? Oh, Flownex! Low. Netherwalk. Und Darkness von Narnia. Sleepwalk hier auf Mindbender. Also Lycera konnte gut Mana wieder gut machen. Insane wieder. Also die haben sich hier, aber die kriegen beide gut Schaden. Ne? Flownex drischt hier natürlich schön im Cleave rein. Das kann das Team von Mindbender nicht so gut machen, weil natürlich der Augmentation immer irgendwie versucht da rauszukommen, aber steht halt auch gerade mit einem Fett im Cleave. Ich weiß nicht, ob das Team von Mindbender halt auch drauf achtet. Bei Augmentation ist eigentlich immer so das, was am meisten Impact hat, sind die Scales halt. Oh! Und da geht der Augmentation down. Eieieiei. Erster Win für... Jetzt muss ich erstmal gucken, welches Team das war. Für Gruppe 2. Und das ist wichtig. Nicht schlecht, gut gespielt. Also die haben natürlich noch Chancen, das hier zu holen, gerade weil Mindbender noch knapp bei Mana ist. Also es könnte theoretisch noch funktionieren. Aber ja, Lycera wird hier getrained, ist auch fast down. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Flownex hier nochmal richtig die Damage rausprügelt und hier nochmal einen killt, ist eigentlich relativ gering. Lycera versucht hier... Ja, okay, da geht Flownex auch down. Auf jeden Fall erster Win an Gruppe 2 mit Mindbender. Stark. Sehr gut gemacht. So, wir gehen rein. Es ist weiterhin Best of Threes. Das heißt, wir gehen nochmal rein. Gruppe 2 gegen Gruppe 5. Matchpoint für Gruppe 2 an dieser Stelle. Also solltet ihr zwischen den Games reloggen wollen oder sonst irgendwas, dann sagt mir bitte Bescheid, whispert mich an, weil sonst starte ich das neue Game, okay? Loggen, wait, okay. Ich muss das nur wissen, weil sonst starte ich und dann... So, wir können ja mal gucken, wie momentan das Bracket aussieht und wer hier als, gegen wen als nächstes kämpft. So sieht das hier momentan aus mit richtig nicer Ducky Case King Werbung. Wer hat wohl kürzlich nach neuen Tastaturen gegoogelt? Man weiß es nicht. So, wir haben hier auf jeden Fall Gruppe 2 und Gruppe 5 im Lower Bracket. Und dann sehen wir als nächstes, sehen wir... Oh, dann spielen wir wieder, ne? Dann kommt die zweite Verliererrunde und dann geht's auch schon ins Halbfinale tatsächlich. Nice, Alter. Ihr seid ready? Okay, dann queuen wir rein. Big. Kräfte müssen starten. Oha, okay, wir sehen, hier hat jemand nochmal umgelockt. Es ist auch witzig, dass... warum hat denn das Winner-Team umgelockt? Das ist halt witzig, ne? Also ich hätte jetzt gedacht, dass Flownex und Evo was anderes machen. War Bait. Ja, okay. Der ist gut. Der ist ganz gut geworden. Aber Evo, jetzt nicht mehr Augmentation, sondern Devastation. Okay, aber man muss natürlich dazu sagen, Boomy DH, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. So, und das geht gleich los, ne?
Da kommt The Hunt gleich von Narnia, geht rein. Mindbender, altbekannter Platz. Schön. Early in die Geisterform. Das ist nicht schlecht, actually. Da kommt der Root Beam auf Lycera und der sitzt. Nice, perfekt. Da werden die Clones angecastet. Insane, dropped hier low, kann aber gut getoppt werden. Aber hat aber den Guardian von Mindbender geschluckt. Ich glaube, er ist aber noch nicht geprockt. Da werden die Clones gecastet. Instant Trinket hier von Flonex auf den Clone von Insane. Das könnte auch nach hinten losgehen tatsächlich. Okay, und Insane, richtig low. Da kommt der Live-Swap von Mindbender. Mindbender hier im Cage. Insane, Mindbender, beide low. Und das könnte rein theoretisch der Ausgleich sein, ne? Also Lycera Monk auch, also das Team von Lycera Monk ist natürlich sehr stabil hier am Start, obwohl jetzt gerade Flonex und Evo droppen beide. Insane hier jetzt wieder ein bisschen stabilisiert, hat aber auch sehr, sehr viele Cooldowns gekostet, ne? Insane hier am Leben zu halten. Aber wir haben immer noch von eine Darkness von Narnia. Root Beam hier into Chest Eyes. Und der 4 wird geportet, gilt aber in Clone. Oh Junge, warum mache ich denn hier immer meine Taschen auf? Wieso ist das überhaupt auf F8? Cocoon hier auf Evo-Kolben. Insane! Ah Junge, das ist... Man weiß halt nicht, wie es aussieht, ne? Und das ist so der Fluch und der Segen von Holy Priest. Also da wandelst du immer zwischen 20% und 80% live als DPS. Du kannst da wieder von 0 auf 100 getoppt werden. Lebst aber sehr, sehr gefährlich. So, hier, die Darkness ist raus von Narnia. Und Kick auf Clone, ne? Kick auf Clone hier. Nächster Stun hier von Evo-Kolben. Und der geht jetzt low! Der geht low und stirbt sogar! Nicht schlecht! Ach du Scheiße. Digga, was eine Runde. Was eine geisteskranke Runde. Also ich habe schon vermutet, ob das der richtige Pick von DK auf Eule zu wechseln gewesen ist. Aber Junge, wurde hier ein Sieg geholt. Und damit hat Gruppe 2 den Matchpoint gewonnen. Und ich trage hier mal das Ergebnis rein. Gewinner Gruppe 2, Ergebnis einreichen. Bedeutet, jetzt spielen erstmal Gruppe 1 gegen Gruppe 2. Der Bait war umsonst, aber war ziemlich witzig. Nicht schlecht. Ja, ich kann auch... Du healst? Hallo, okay. Oder was? Okay. Oh gut, oh gut. So, wir müssen mal kurz hier. Hallo, hallo, lieb zueinander sein. Ja, du lädst mich ein. Eieieiei. Das kriegen wir hin. Wir hauen die jetzt weg, Alter. Das ist mir scheißegal. Du musst halt deine Hotches denn auf meine Trap schmeißen, ne? So. Gruppe 1 gegen Gruppe 2. Nee, ich krieg die Trap in jedem Fall. Ja, müssen wir so machen. Also, glaube ich zumindest, dass das der Fall ist. Also, ich könnte jetzt natürlich auch schon wieder... Hier geht's um nichts, juckt doch kein Schild. Sind wir dann? Gruppe 5 seid ihr, ne? Ihr seid theoretisch raus, ne? Wenn ich das hier jetzt richtig... ihr wart ja schon Lower Bracket, habt hier verloren gegen Gruppe 2. Gruppe 2 ist weiter, also ihr werdet
jetzt nicht mehr spielen. Ihr könnt euch zurücklehnen und genießen. Tatsächlich. So, und ich, wir gehen hier ins Wargame mit Gruppe 2. Ich habe ein bisschen Angst. Junge, eigentlich so Rika ist so mein Threes-Mate. Ah! Und es wird schwierig, da den Trap zu kriegen. Aber wir gehen rein, Junge. Seid ihr ready, ihr beiden? Okay, komm. Full Send. Na, Grand. Oh, gut. So, können wir Marx noch irgendwie? Kriegen wir hier nochmal Marx hin? Ja. Ich spiele Dings. Okay. Okay, ich spiele Diamond. Ne, weil erstmal Lower Bracket spielt. Also ich gehe hier nach der Liste. So, okay, wir gehen DK auf jeden Fall. Wir hauen den DK weg. Scheiße. Erstmal die Loser müssen jetzt um den letzten Platz kämpfen hier. Mhm. Okay. Okay. Oh. Mhm. Scatter den, nimm den raus. So, wann hast du Hodge ready? Okay, ja, Hodge. Oh, Junge. Ja, nee. Mach auf viel. Okay. Ich weiß. Ja. Silence. Ich trap gleich. Hast du einen Hodge? Ja, insane. Go. Oh, ich lauf. Guter Hodge, guter Dings, aber hat so ein bisschen die A. Ich nehm DH raus. Ja, also, all gut. Sag Bescheid. Sag Bescheid. Oh. Ich hab jetzt schon getrappt. Ja. Oh, ich kann nicht kicken, ne? Ich muss hier raus. Oh. Silence? Trap. Nice. Nice. Sehr gut. Junge, mir fällt so ein bisschen Stein vom Herzen, ne? Eieiei. Ja, genau. Also das, was Worst Gamer sagt. Also bei mir ist, also klar, ist so ein bisschen freier, also ich muss die Leute sowieso in meinen Channel grippen, aber Discord ist grundsätzlich bei mir gemutet. Ich will da nicht Gefahr laufen. Ich weiß ja, wie man so ist, ne? So, Gruppe 2. Wir machen ja trotzdem Best of 3. Wenn ihr noch was wechseln wollt, sagt Bescheid. Ansonsten würde ich gleich das nächste Game wieder queuen.
Okay, wenn nichts kommt, dann queue ich jetzt rein wieder. Wait, okay. Ja, brech einfach ab, wenn ihr noch nicht ready seid. Ja, das ist gut. Ja, ich glaube schon, ich würde es nicht machen. Also so reicht's eigentlich. Go, okay. Okay. Wollt ihr erstmal 2v2 machen? Also wir openen, wenn die Eule kommt, ne? Aber ich... Ja, mache ich. Ist eine gute Idee. Weiß nicht, wie gut der DH ist. Meinst du... Soll ich normal? Spielst du mit Cleave? Sollte ich normal Trap spielen? Nee, ich bleib bei Diamond. Ja, ja, okay. Okay. Ich stopp den. Go. Wo ist der Hodge? Oh gut. Ich silence. Ich bin fein. Nice, good job. Oh. Nice, GGs ans andere Team. Gut gespielt. Also muss ich ja jetzt auch sagen, ne? Oh, mir fällt aber ein Stein vom Herzen. GG. So, wir sind Gruppe 1, ne? So. Gruppe 1. Melden. So. Wir sind aber immer noch am Loser-Bracket, ne? Jetzt kommt Gruppe 4 gegen Gruppe 3. Das sehen wir nicht. Gruppe 4 gegen Gruppe 3. Das heißt, die Gruppe 3 mit Manchester, Achilles und Ray bitte ready machen. Und die Gruppe 4 mit Banks, der Holy und Trainer. Mhm. Okay. Oh. Let's go, wir sind heiß. Ja, geht sofort los. So. So, Ray muss ich jetzt hier einmal ins Dings kriegen. Bam. Und Trainer. Was ist Trainer? Ich weiß, ihr habt mir zwischendurch auch alle gewispert und so. Ich werde das alles, wenn der Stream vorbei ist, werde ich darauf antworten. Aber ich muss mich jetzt ein bisschen fokussieren.
Mensch, ist aber auch Abkühlung. Yo, soll er auch kriegen. Beide ready, ansonsten lehnt ab. Aber wir gehen rein in Halbfinale. Gruppe 3 gegen Gruppe 4. Let's go. Mhm. Ja, yeah, weil ich die Trap gemisst habe. So. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte den Clone stoppen am Anfang. So, wir haben hier auf der rechten Seite die Gruppe von Trainer zusammen mit Holy Hodge und Smitty DK gegen Ray, Manchester und Achilles Evoker. Nicht Augmentation, Devastation und DH gegen DK. Ist das Unholy oder Frost? Ich kann das gar nicht sehen. Kann man das überhaupt erkennen? Nö, ne? Doch, ist Frost. Ist Frost. So. Runde geht los. Ich bin in der Wall gefangen. Hilfe. So. Achilles Evoker. Der, da kommt der Breath, Junge, und voll auf den Red, der sein Vengeance Shield jetzt an. Geht los. Smitty DK ist dabei. Versucht hier. Oh! Oh, Achilles, Digga. Das war auch eine knappe Kiste, Junge, Alter. Smitty DK auch low. Junge, Alter. Was geht hier ab? Das ist ja fast so verrückt wie das Shuffle-Tournament sonst. Digga, holy fuck, Junge. Smitty DK, Holy Hodge, beide low. Da wird auch richtig reingeklieft, ne? Also Manchester verteilt hier richtig schön. Swap of Ray. Cocoon ist raus. Der hat nichts mehr. Er muss jetzt ein bisschen Weg frei machen. Legt da sicherheitshalber nochmal einen Cocoon rein. Ich glaube, das war auch von Ray. Konnte sich aber wieder toppen. Aber das war gerade eine richtig knappe Geschichte bei Ray. Junge, Junge, Achilles, wieder Target. Sleepwalk hier von Achilles wird gestoppt von Smitty DK. Die haben wir weg. Ray, low. Oh, Dinger, das kann es jetzt mit Ray gewesen sein. Wenn der jetzt nicht gepeelt oder supported wird, kann sich aber nochmal toppen. Junge, 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 das ist eine knappe Geschichte. Dafür Achilles, jetzt low. Wir haben 15 Sekunden noch auf Cocoon. Achilles hat seinen Death noch gezogen, konnte aber trotzdem noch getoppt werden. Und Smitty, DK und Holy, die kriegen auch beide gleichmäßig auf den Sack, ne? Also, ey, das ist auch schwierig. Wir haben aber von dem Team von Ray noch keinen Swap auf Trainer gesehen. Hier kommt der Incap von Ray into Leg Sweep, leider auf DR. Oh, Holy Hodge hat Bubble ready. Musste Bubble ziehen. So, Achilles. Also Achilles und Ray, die leben beide auf ganz dünnem Eis. Also das ist eine Gratwanderung, was die beide hier machen müssen. Junge, Hodge ist aber nochmal ein DR dann hinterher. Silence of Ray. Jetzt kommt der Cocoon. Eieiei, Smitty DK, der zieht jetzt alles. Pillars of Frost sind aktiviert. Alles auf Achilles, wir haben keinen Cocoon mehr. Wir haben keine Selbst-CD ist auch ein geiles Wort, ne? So, Achilles kann getoppt werden. Stark gemacht von Ray, das noch zu kriegen, ne? Smitty DK, low. Wir gucken uns das Mana von den beiden Heilern an. Vielleicht ist es ein Mana-Game. Trainer bisschen hinterher. Holy Hodge auch low. Hat aber immer noch sein. Nee, hat gar nichts mehr, ne? Tatsächlich keine Big Death CDs mehr. Smitty DK hat in 6 Sekunden seine, sein Enter Magic Shield wieder ab. Das sollte wohl den Großteil vom Damage dann stoppen. Ray hat leider nichts mehr, ne? Der könnte höchstens nochmal irgendwie vielleicht das Game rauszögern. Holy Hodge droppt hier low. Cocoon in 15 ready. Bei beiden. Morgens, tatsächlich. So, wer macht jetzt am meisten Druck, ne? DH ist natürlich auch so eine Damage-Maschine. Geht hier rauf auf Holy Hodge. Und
macht hier Damage auf Trainer gleichermaßen. Der kann jetzt wieder ein bisschen Abstand generieren. Steht aber dann in dem Evoker drin, der natürlich jeden Cast hier kicken kann. Und Ray und Manchester beide low. Wie, Junge, wie schafft der das noch, hier sich und sein Mate zu toppen? Cocoon ist auch nochmal raus zum richtigen Zeitpunkt. Und Trainer hat kein Mana mehr. Okay, der macht jetzt wieder was gut. Aber Holy Hodge und Smitty DK, also das ist knapp. Ich könnte jetzt nicht sagen, welches Team von beiden gewinnt, ne? Achilles, low, Smitty low, Enter Magic Shield. Nochmal richtig gut gezogen. Und das Team von Ray hat wirklich jetzt nichts mehr über, ne? Also, oh, Holy Hodge auch low. Digga, ich weiß gar nicht, was hier passiert, Junge. Wie schafft Ray das noch, sein Team zu toppen? Achilles. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und Smitty DK und Holy Hodge beide low. Selbst wenn Achilles jetzt sterben würde, könnte Manchester das Game halt noch reißen. Und Smitty DK und Holy Hodge. Junge, ich will das Team nicht facen. Ich hab Schiss, ne? Gerade vom Monk als Hunter zu trappen. Junge, was war das denn bitte für ein insanes Game? Ray. Gruppe, Team von Ray geht hier mit dem ersten Win voran. So, beide Teams haben jetzt natürlich die Möglichkeit, nochmal eine neue Comp auszusuchen für die zweite Runde. Wenn das der Fall sein sollte, schreibt mich bitte an, damit ich Bescheid weiß. Und wir starten gleich in die zweite Runde. Junge, Alter. Chat, was ist das? Was ist hier los? Am Samstag um 1:30 Uhr nachts. Meine Fresse. Und ich schreie hier wieder rum, bis die Nachbarn an meiner Tür klopfen. Ne? Ich sagte das. Verlierer. Junge, Junge, Junge. Junge, was ist hier los? Junge, könnt ihr euch auch bitte mal vorstellen, ist das nicht eine geile Samstagabendsbeschäftigung? Wir könnten jetzt auch richtig lattenstramm in irgendeiner Diskothek richtig asozial eskalieren und uns Gedanken machen, wie wir nach Hause kommen. Oder wir spielen ein richtig nices Threes-Tournament in World of Warcraft. Klingt doch richtig nice. Ich will Zweiteres. Starte nochmal. Also mich hat auch keiner angeschrieben. Eines eurer Gruppenmitglieder befindet sich in der Warteschlange. Oh, Junge. War bei mir in der Gruppe das Problem. So, geht los. Oh. Smitty. Wieso sind wir eigentlich auf einem Layer alle? Das ist auch nice. Frau Wendler, wer ist das denn? Hat das jetzt geklappt oder nicht? Wir sind in der Warteschlange. Das heißt, beide haben angenommen. Aber wir kriegen keinen Q-Pop. Ja, ja, normal. Abbrechen. So. So, und mein Team spielt auf jeden Fall gegen den Verlierer vom Halbfinale. Und damit könnten wir uns nochmal das Game ins Finale reinholen hier. So, ich laber schon wieder Scheiße. Gruppe 3 gegen 4. Zweite Runde, Halbfinale im Random Tournament heute. Eieiei, ich bin gespannt. So, Trainer hier auf Holy Hodge und Smitty DK. Also beide Teams unverändert, keiner hat geswappt. War auch echt ein knappes Ding, ne? Zum Schluss hat echt nur noch Mana entschieden. Und das ist selten, dass man im 3 gegen 3 oder im Shuffle Tournament, im Shuffle Tournament ist auch noch ein bisschen wilder, ne? Da ist der, geht das Dampening schneller hoch, aber dass die Leute an Ohm sterben,
Das ist relativ selten geworden mittlerweile, ne? So, Smitty DK, hier kriegt ihr gleich volle Kelle, Alter. Das ist auch schon wieder... Holy shit, Junge. Und oha, da spielt der unser Devastation Evoker mit den Walls, ne? Es funktioniert selbes Prinzip wie die Frost Wall oder Ice Wall vom Frost Mage, beziehungsweise das PvP-Talent, was alle Mage-Klassen oder Specs benutzen können. Da ist dann Line of Sight. Hodge hier auf Ray. Der portet, ist fein. Smitty DK. Also unser DK hier kriegt hier richtig einen auf den Latz hier, dass dann Anti-Magic Shield, Junge, ich komme auch gar nicht mehr hinterher, ne? Wir prügeln uns hier schon den ganzen Abend und schlagen uns die Birne ein und irgendwann hinterlässt das auch Spuren, ne? Da weiß man auch gar nicht mehr, was man sagen muss. So, Trainer, unter 50% Mana hier, der hat hier Struggle, der muss richtig viel Mana ausgeben, um Smitty DK hier am Leben zu halten, weil Achilles und Manchester hacken da rein. Wie bekloppt. Achilles, low. Darkness wurde gezogen, er läuft aber gekonnt daraus, kennt man. Ist ähnlich wie mit dem Wall-Totem. Obwohl man die Darkness doch deutlich besser sehen kann. Und hier, go wieder auf Smitty DK, Anti-Magic Shield und Cocoon, beides drin und Trainer jetzt im Bedrulli, ne? Kann sich aber hier noch halten, also es gibt keinen Swap, Holy Hodge auch low, Incap hier auf Trainer. Oh Junge, da muss ich wohl gerade einen Schluck trinken hier, ich habe gar nichts mehr. So, Manchester. Ist auch geil, dass wir mal ein 3 vs. 3 Turnier machen. Ist fast so geil wie Shuffle, aber irgendwie auch deutlich geiler auch zwischendurch, ne? Wir können ja nächstes Mal Shuffle mit Voice machen. Nächstes Mal Shuffle Tournament mit Voice. Müssen die Leute halt dann selbstständig swappen. Ja, ja. Oder halt Ingame Voice Chat, ne? Das ist auch eine Smitty DK geht low! Der stirbt. Ach du Scheiße. Matchpoint gewonnen. Gruppe 3. Oh. Oh, das heißt Gruppe 1 gegen Gruppe 4 jetzt. Muss Escape drücken. Eieiei, wer hat jetzt gewonnen? Gruppe 3 hat gewonnen. Ach du Scheiße. Es ist aber nicht das komplette Aus für Gruppe 4, weil Gruppe 4 muss jetzt gegen den Loser gegen uns spielen. Scheiße. So, ich muss erstmal wieder Add-ons aktivieren hier. Ach du Scheiße. Ja, genau. Also, wenn Gruppe 1 jetzt, wenn mein Team verliert, dann hat die Gruppe von Smitty DK nochmal die Chance, im Final gegen Gruppe 3 zu spielen. Also ich bin echt gespannt, weil ich muss mir erstmal Addons aktivieren und deaktivieren und die ganze Scheiße. Eieiei, zwischendurch auch nochmal ein Reload machen, das ist halt auch immer so eine Sache. Das ist auch immer richtig ärgerlich, wenn sowas passiert. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, wen muss ich jetzt, Trainer muss ich herausfordern, ne? Eieiei, seid ihr ready oder braucht ihr noch? Ich starte jetzt einfach Wargame. Und es geht los. Toll, wie eine große Arena. Ist vielleicht nicht so schlecht. Machen wir DK?
Scheiße, Alter. Dass du damit überhaupt eine Runde gewonnen hast, Alter, das ist schon... Können wir danach noch was machen? Klar, zum Ausklingen lassen können wir noch irgendwas machen. Gerne. Den Morgen ausklingen lassen, ja. So, lass den DK weghacken, Alter. Ja. Okay, geht los. Go. Gekickt noch. Ich nehme Red raus. Slow hier. Sag Bescheid, wenn du ready bist. Okay, go. Okay, hat er gated. Ich nicht hingekriegt. Ich nehme DK raus. Hier links. Okay, perfekt, perfekt. Oh. Okay, go. Im Palahaus. Silence Heal. Petzig dich. Okay. Trap. Kick. Kann ich nicht, habe ich nicht gekriegt. Palle raus. Hast du mich? Okay. Ich trap jetzt. Ja, perfekt. Big Damn, Big Damn. Oh ja, 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 red, 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 red. Okay, perfekt. Silence, ich silence, ich silence. Okay, stun. Ich kann nicht. Ich kann nicht stunnen. Turtle, turtle, turtle. Jo. Ja, ja, go. Ah, nee, ist. Petzek. Go, go.
Ich trap? Ich, okay, kann ich nicht. Kann ich nicht. Oh, close one, close one. Not bad, not bad. Aber gut, gut gemacht, gut gemacht. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja. Aber nur Speck. Ja. Ja, doch, gerade wegen. Ja, weiß ich nicht. Oder soll ich. Ja, scheiß drauf, ich gehe wieder auf Survival. Nee, das wird sonst. Ja, eigentlich, ja. Nee, die holen wir, die holen wir, die holen wir. Das, das machen wir jetzt. Der Monk ist halt so eine Schwierigkeit, ne? Ich glaube, 2 Traps habe ich nicht bekommen. So, lad mich mal bitte wieder ein. Wir gucken mal, wir gucken mal. Das war eigentlich ein Lucky zum Schluss, nur. Okay, die haben gewechselt. Okay. Ja. Ja. Ja, nee, spar dir das mal, wenn es notwendig ist. Bei Karma swappen wir einfach. DH. Ja. Okay. Okay. Let's go. Kick. Ich kann trappen, wenn du willst. Warte. Okay. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Scatter DH. Jo, go. Okay, nächster Hot Shiler dann. Silence. Melde das. Silence. Nee. Ja, okay. So, küsst mich noch. Okay. Der kann sterben. Oh. Ja, DH. Jetzt go DH. Okay, go. Macht nix.
Fettsack drauf. Ich scattert DH. Ja, ich habe keinen Job. Slow hier, gib dir Freedom. Oh, scheiße, ich kann dich nicht supporten. Ja. Mussten wir so machen. Oh, Revival, Junge, das kann doch nicht angehen. Okay, ich nehme DH raus. Okay. Ja. Karma. Oh, Monk Heal, maybe? Ich hab Death up. Oh, gut. So. Serenity läuft gleich aus. Turtle das. Yeah, sorry. Go. Big Damn. Alter Schwede. Ne. Okay, go. Sehr gut, sehr gut. Jo. Yep. Trap. Hat er gemeldet. Ja, sehr gut von denen gespielt. Also man merkt halt auf jeden Fall, wir haben gut performt, aber man merkt einfach, es fehlt halt nach der Trap noch ein CC. Also Trap reicht halt einfach nicht aus, ey. Ach. Ja, ja. Aber das ist klar. Cleaven halt auch. Well played. Also. Gruppe 4. Achso, warte, ich kann das ja hier mal zeigen. Gruppe 4. All good, all good. Geht ins Finale nochmal mit Gruppe 3. Jetzt. Grand fucking Final, Alter. Gruppe 3 gegen Gruppe 4 haben wir schon gesehen. Aber jetzt geht's um Platz 1. Kleine Änderung, wir spielen jetzt nicht mehr Best of 3 im Final, sondern Best of 5. Ja, oh Gott, es ist halt Diamond Trap. Ich bin froh gewesen, dass ich überhaupt alle Traps gekriegt habe, aber es reicht halt nicht aus, ne? Gerade halt auch wenn Dingens Ported, ne? Im Hodge oder in Reverse gespielt wird. Wir hätten vielleicht auch mehr Ghost of DH machen müssen, weil DH fällt halt auch gut. Aber all good, all good. So, also. Alles klar. Jo. So, Ray. Und Trainer, die beiden Heiler, ne? Ist natürlich für Trainer jetzt wild, weil die drei Games hintereinander machen. Mega geil, wenn wir danach nochmal Turnier machen könnten, 3 gegen 3. Ich glaube, das würde für heute den Rahmen sprengen, aber wir können gleich gerne nochmal 2, 3 Runden 5 gegen 5 oder so machen. Aber wir spielen jetzt erstmal das Grand Final. Best of 5. Let's fucking go. Bin auch gespannt, welche Arena wir kriegen.
Aber es macht Spaß. Also das macht tausendmal mehr Spaß, als Real Leather zu queuen. Das ist so dumm, ne? Mein Druid hat jetzt Vierer-Boni, haben gerade noch Arena gemacht. In der Konstellation, wie ihr beim Tournament wart, ist auch geil. So, wieso geht nicht? Wurde abgelehnt von mir? Ja, ja, das ist nice. Also wenn die Leute hier connecten und miteinander spielen, dann bin ich mehr als glücklich, weil das ist doch nice, wenn die Community, anstatt sich die ganze Zeit zu beleidigen, und ich spreche da auch aus Erfahrung, weil ich habe jetzt auch schon eine Woche Chatbann hinter mir. Es ist doch schön, wenn die Leute auch mal miteinander spielen. Das soll ja auch Spaß machen. So. Was ist hier los mit Grand Final? Können wir hier kämpfen? Oder bin ich doof? Achso, jetzt ist er wieder da. Okay. Let's go! Grand Final. Ja, find sowas gut. Ja, das finde ich nämlich auch, Lycera. Und nächstes Mal, wenn Shuffle Tournament ist und du meldest dich an, dann meldest du dich gefälligst ab, wenn du nicht teilnehmen kannst, okay? Ich glaube, das hier heute ist echt geil. Das macht richtig Spaß. Das freut mich, das freut mich. Mir macht's auch Bock. Und es juckt mich gerade nicht, ob ich verliere oder nicht. Aber es macht einfach auch Spaß zuzugucken. So, Grand Final. Best of five. Jetzt hier in diesem Moment. Und linke Seite Ray mit Achilles, Evoker und Manchester gegen Trainer, Aschenbecher und of course. Windwalker DH ist wohl deren kommt, ne? Und ich sehe auch irgendwie da schon so ein Threes-Team sich zusammentun für nach dem Tournament Ladder-Queen. Mal gucken. Achilles gleich volle Packung, Alter, aufs Maul. Ray versucht das natürlich alles gegenzuheilen, wird hier aber mit dem Cage und mit dem Silence rausgenommen und kann jetzt wieder anfangen, alles zu toppen. Oder war das Trainer? Nee, Trainer kriegt einen Cage und auch den Silence rein. Also beide DHs spielen da mit demselben Toolkit plus einen DR Leg Sweep. Achilles immer noch weiterhin low. Ray kriegt hier aber auch gut was mit. Also, nee, ich dachte schon irgendwie gerade einer von beiden spielt History war, aber... So, der Aschenbecher muss hier... Aschenbecher, das ist auch so ein geisteskranker Name, ne? Muss hier mit Cocoon gesaved werden. Und Achilles ebenfalls. Also beide Monks gleichzeitig Cocoon rausgehauen. Da kommt aber gleich der Swap auf Ray. Schafft Ray das zu überleben? Ja? Nee? Ja? Kann sich auf jeden Fall toppen. Da ist alles gut. Und noch ist ausgeglichen. Ne? Aschenbecher hat auch Karma ready. Und wenn wir gerade davon sprechen, muss auch gleich gezogen werden. Und da sehen wir wieder die Wall vom Evoker, der natürlich da die Heals gut abschneidet. Of course, jetzt Target. Darkness wurde gezogen. Blur ist auch raus. Also of course könnte tatsächlich... Genauso wie Aschenbecher ein gutes Target sein, weil beide keine Big CDs mehr raus. Aschenbecher hat aber gleich noch einen Big Burst. Ich weiß nicht, ob der zieht den auch gleich. Wer stirbt hier als erstes? Okay, Trainer kann sein Team noch toppen. Achilles sehr, sehr low. Hat noch Nullifying Shroud drauf. Das heißt, kann nicht gestunt werden. Und Aschenbecher geht down! Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Oh, das ist so knapp. Ich hätte jetzt schon fast gesagt, so Aschenbecher zieht Burst, Achilles low. Aber... Ein Punkt für Gruppe 3. Stark gemacht, stark gemacht. So. Junge, 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 Junge. Was für ein Hund. Manchester zu gut. Ne? Wargame. So.
Ich würde sonst anmelden, ne, wenn ihr noch irgendwie umloggen wollt, dann lehnt einfach ab. Und oder sagt mir Bescheid. Ja, dann kann ich hier eigentlich auch. Hat das geklappt? Ja. So. Feuerprobe von Nockhut. Eieiei. So. Also ich weiß noch nicht, was ich von dieser Arena halten soll, ne? Ich finde die irgendwie, ist die nice, aber irgendwie so die beiden Pillar links und rechts, ne, also nicht die Pillar, sondern die Rampen, die sind auch irgendwie komplett scheiße. Also es ist auf jeden Fall eine wilde Arena, aber ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich die nice oder bescheiden finden soll. Und mir fällt auf, wir hören die ganze Zeit keine Mucke. Irgendwelche veränderten Specs? Nö. Gleiche Comp. Es war auch knapp, ne? Es war sehr, sehr knapp. So, da werden die Gates gestellt. Oh, Achilles ist gleich wieder ein auf den Dötz. Und da geht's los, da wird auf jeden Fall die Wall gezogen. Aschenbecher wieder hier als Target. Leg Sweep hier auf Ray. Aschenbecher droppt low, zieht hier seine Wall. Achilles hat tatsächlich beides noch ab. Also beide Stacks von ach, was auch immer, wie das heißt. So, Incap und Leg Sweep hier. Karma muss gezogen werden. Kann Trainer hier Aschenbecher noch toppen? Ach du Scheiße. So, und da kommt die Retourkutsche. Cocoon auf Achilles. Trainer hat hier, der spielt auch sehr risky, ne? Er hat seinen Cocoon noch ready, muss den jetzt auf Aschenbecher usen. Manchester. Trainer versucht hier immer noch die CCs zu holen. Incap auf Ray. Achilles low. Leg Sweep nochmal hinterher. Und reicht das für einen Kill? Nein, reicht nicht. Ray ist jetzt wieder frei. Und kann hier durchheilen. Beide Teams wieder vernünftig. Hier kommt wieder der Breath vom Evoker. Und wir alle wissen, ne, wenn der Evoker so einen Breath macht, dann gibt es danach richtig guten Damage. Aber kann davon nicht so viel Value ziehen gerade, ne? Oh! Und er geht down. Und er geht down. Holy fuck, ist das der Ausgleich? Ist 1-1, steht es jetzt, ne? Ja, nicht Matchpoint. Wir machen Best of 5. Also beide gleich auf. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir gehen rein in Runde 3 und es geht auch gleich los. Hakenkamp. Kamp. Ich kann nicht lesen und die Namen kann ich auch nicht aussprechen. Es ist Hakenkamp. Kamp gibt's hier nicht. Hakenkamp. Fertig, aus. Wird auch nichts diskutiert.
Auf welcher Seite spawnt ihr eigentlich am liebsten? Spawnt ihr da hinten in der Höhle da? In dem Haus? Oder da am Hafen? Macht schon einen Unterschied, ne? Please don't cry. Hey, was ist das für eine goldene hinter dir? Das ist eine Albumkollektion von Kollega. Das ist meine Goldplatte. Nee, da sind mehrere Alben von Kollega drin. Das ist so ein Sammelsurium. So, Stun auf Aschenbecher. Of course, kriegt ihr jetzt aber den Stream hier rein. Den guten Stream vom Evoker. Trainer hat hier seine Mates aber gut im Griff, wollte ich gerade sagen. Was? Oh mein Gott! Oha. 2-1 für Gruppe 3 im Grand Final. Das war eine schnelle Runde. 34 Sekunden. Holy shit. Alter Falter. Also ich starte gleich in die nächste Runde rein, in Runde 4 vom Grand Final. Wir spielen Best of 5. Und tatsächlich ist Gruppe 3 jetzt im Matchpoint. Wicked. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, das Samstagnacht um 14:45. Geil. Ich finde das immer nice, dass die Leute immer noch Bock haben. Geile Scheiße. Das macht unnormal Bock. Ja, das freut mich. Das freut mich einfach. Also wir machen natürlich hier mit diesen Free-for-All-Tournaments so ein bisschen Werbung fürs große Shuffle-Tournament. Das rollen wir dann natürlich ein bisschen größer auf als das, was wir jetzt machen. Obwohl dieses Threes-Tournament ist ja auch schon relativ groß. Aber wenn ihr wissen wollt, ich sag nach dem Game was dazu. Ich laber jetzt hier nicht dazwischen. So, Matchpoint für Gruppe 3, Grand Final, heutiges spontane Threes-Tournament. Oh, ich glaube, meine Kamera ist hier festgebackt. Komme ich hier raus? Ich meine, wir sehen ja alles. Kann ich nicht in First Person oder so? Oh, ich bin rausgekommen, oder? Nee. Jetzt! Oh Gott. Ich war gefangen. So, Achilles low. Manchester low. Manchester kann sterben hier! Oh mein Gott! Cocoon auf Achilles. Manchester im Netherwalk hier. Ray hat jetzt alle Hände voll zu tun, sein Team zu toppen. Trainer auch. Cocoon schon raus. Junge, hier wird sich aber auch in die Fresse geschallert, Alter. Was ist hier los, bitte? Ray, unter 50%. Nach Cocoon geswappt. Schaffen die das, ihn zu killen? Incap? Ne, Ray kriegt das wahrscheinlich noch ganz gut hin. Ray und Trainer, beide hier irgendwie in der Mitte unterwegs. Incap jetzt hier von Ray auf Trainer. Trainer Incap zurück. Und Achilles droppt hier low. Also Trainers Team sieht jetzt noch ganz gut aus, aber das habe ich eben auch gesagt. Es ist Aschenbecher einfach gestorben. Holy fuck. Pass auf, da bilden sich noch AWC-Teams heute aus dem Tournament. Die sehen wir dann im Final.
Trainer Aschenbecher, of course. Oh, Achilles! Beide, Aschenbecher und Achilles, beide low. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Beide Heiler haben noch Cocoon ab. Da kommt der Kick auf Trainer. Ist aber schon ausgelaufen. Der konnte hier alles gut toppen. Achilles immer noch weiter in der Bedrulle. Ray hat hier einen Cocoon auf. Muss den auch ziehen. So. Aschenbecher droppt low. Hat seine Wall gezogen. 42 Sekunden noch auf Karma. Das kann hier auch nach hinten losgehen. Ray, leichtes Mana-Vorteil gegenüber Trainer. Der hat aber noch einen Cocoon. Und Aschenbecher droppt wieder low. Muss jetzt auch mit Cocoon getoppt werden. Of course, auch keine Darkness mehr ready. Hat aber gleich wieder Blur, um sich selbst zu saven. Das sieht bei Manchester nicht so gut aus. Aber auch, of course. Oh, Junge, der ist auch sehr geizig, ne? Hat aber den Netherwalk an. Ist auch nicht schlecht. Bevor man Blur zieht, vielleicht auch den Netherwalk ziehen. War auch sehr, sehr knapp. Aschenbecher auch low. Trainer kann hier aber noch sein Team toppen. Hat jetzt den Mana-Vorteil gegenüber Ray. So ein bisschen ausgebaut. Und jetzt kommt es eigentlich nur noch drauf an, wer knallt wem ein bisschen Döller ins Gesicht. Ne? Aschenbecher Karma gezogen, of course. Dropped hier low, ist immer noch in der Chaos Nova. Startet die Hand auf of course hier. Cocoon wieder bei Ray ready. Trainer hat noch 20 Sekunden. Trainers Team keine Big Cooldowns. Erst in 8. Und da geht Manchester down. Und das ist, Junge, was ist das? Ohne Scheiß. Ist das das Finale? Das ist das Finale. Es ist das Grand Final Finale. Und Junge, spannender Kannst du ein Game nicht haben, weil wenn Trainer jetzt hier Achilles nochmal killt, und das tun die jetzt auch, haben die den Ausgleich geschaffen. 2-2 steht es und wir spielen Best of 5. Das heißt, es ist alles offen. Junge, und Trainers Team hat es nochmal geschafft, so hier den Ausgleich zu machen. Und und ja, es geht jetzt ist Matchpoint, jetzt ist Tiebreak, jetzt ist keine Ahnung, was es noch für Worte gibt. Jetzt geht's um die Wurst. Und ich bin gespannt, sehen wir jetzt noch einen Swap vielleicht? Oder bleiben die Teams so, wie sie sind? Wir queuen rein. Tigergipfel. Ach du Scheiße. Letzte Runde. Grand Final. Und jetzt geht's um die Wurst, meine Damen und Herren. Ich bin im Finale. Selbst was geht ab? Junge, Junge, Junge. Ey, also spannender geht's auch nicht, ne? Spannender geht's heute auch echt nicht. So, wer wird jetzt das spontane Random Threes Turnier? Vor allen Dingen, ihr müsst euch mal reinziehen, die Teams sind alle random durchgemischt von unserer Gruppe. Wir haben vorhin 5v5 gegeneinander gespielt und ich will gar nicht so viel darüber erzählen. Weil, of course, kann hier sterben. Netherwalk ist raus. Aschenbecher auch Low Trainer, kann es aber schaffen, hier nochmal alles zu toppen. Achilles droppt jetzt hier gefährlich low an dieser Stelle auf, wenn ich das mal so sagen darf. Und hat aber noch seinen Nullifying Shroud ab. Ist also immer noch mobil und kann hier jetzt nicht irgendwie gestunt werden oder ähnliches. Trainer hat sich so einen guten Abstand zu dem Geschehen aufgebaut. Und das ist für einen Mistweaver Monk natürlich das Beste, was du machen kannst. Wohingegen Ray eben auch noch im Zerg so ein bisschen drin stand. Achilles, wieder low und Aschenbecher. Es ist immer Aschenbecher und Achilles, bis einer von den DHs stirbt.
Also es ist ganz, ganz wild, was hier passiert. Ja. Magie-Diffusion aktiviert hier von Aschenbecher. Und das ist so In-Cap of Ray. In-Cap of Trainer. Also die beiden Monks. Also auch, dass Monks halt auch im Finale sind, ne? Ist auch Wahnsinn. Achilles Evoker. Kann wieder getoppt werden. Wenn wir Sleepwalk hier auf Trainer. Ist auch das erste Mal, dass ich das mitkriege, dass ein Sleepwalk gecastet wurde. Aber ich bin noch unaufmerksam, deswegen. Scheiße. Manchester hier. Oh, da kommt der Cocoon raus von Ray. Kann das Ganze hier nochmal stoppen. Das ist gut. Karma aber auch von Aschenbecher an. Oh, wilde Sache. Wilde Sache. Of course. Dropped low. Hat aber noch eine Darkness ready. Aber dafür kein Netherwalk und kein Blur mehr. So, leichter Mana-Vorteil von Trainer. Nee, ich würde sagen, ist ziemlich ausgeglichen. Allerdings hat Trainer noch ein Cocoon ready. Burst jetzt hier von Aschenbecher. Der haut da, der kloppt da jetzt komplett rein. Manchester hat aber eine Darkness gezogen. Das ist noch in Ordnung. Trainer kann hier toppen. Manchester im Netherwalk. Ab in die Meta-Phase. Und jetzt wird Damage geprügelt, ne? Und das kriegt Aschenbecher auch zu spüren. Kriegt hier den Cocoon drin. Rin. Achilles dropped low. Of course dropped low. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ne? Beide. Und? Achilles geht down. Achilles geht down. Es hat aber noch nichts zu sagen. Die können halt immer noch weiterspielen. Aber die Chancen sind sehr, sehr gering. Obwohl Mana-technisch das sehr, sehr gut für das Team von Ray aussieht. Die geben auch hier nicht auf. Die spielen weiter. Ray hier in der Bedrulle wird hier fast gekillt. Hat auch wieder einen Cocoon wieder ab. Trainer nichts ab. Also kein großen CD. Ich weiß nicht. Revival sehen wir, glaube ich, gar nicht. Manchester hier. Ordentlich am Start. Und jetzt geht es eigentlich darum, Cocoon geht raus, nochmal vielleicht das Mana von Trainer zu burnen, aber ich glaube, ein DPS kann da nicht viel machen. Karma ist auch wieder ready. Ich wüsste jetzt auch nicht, was das Team noch ausrichten kann, ne? Ray kann wieder viel Mana gut machen. Junge, es geht hier auch um den Sieg, ne? Das geht hier auch um den Sieg. Holy shit. Ach du heilige Kanone. Junge, die spielen auch eisern weiter, ne? Ray versucht hier sein Bestes und portet hier vor Aschenbecher weg und kriegt jetzt hier aber Hand rein und überlebt es leider nicht. Und ich glaube, das ist jetzt eindeutig, also jetzt kann nicht mehr viel passieren. Da können wir mal klatschen, ne? Wir gucken kurz in die Übersicht. Das Team von Trainer holt hier tatsächlich den Sieg. Gruppe 4 gewinnt das Tournament. Nicht schlecht. Dann an dieser Stelle können wir mal klatschen. Trainer, Aschenbecher, of course. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das spontane Random Shuffle Tournament im Threes gewonnen. Und ihr seid auf jeden Fall heute Sieger der Herzen, weil es gab nichts zu gewinnen. Junge, nicht schlecht, nicht schlecht.